Heutzutage spiegeln sich ja fast alle Lebensbereiche im Internet wider. Man kann einkaufen, beruflichen Aktivitäten nachgehen und sein Privatleben im Internet gestalten, Stichwort soziale Netzwerke. Fabian, Benedikt und Martin haben sich mit der Bedeutung sozialer Netzwerke im Internet für Jugendliche auseinandergesetzt. 580 Millionen Nutzer, Verbreitung über 190 Länder, 1 Milliarde neue Inhalte pro Tag. Beinahe 2 von 3 Nürnbergern sind bei Facebook. Aber was ist Facebook überhaupt? Naja, ein soziales Netzwerk, da wo man seine Familie, seine Freunde, da hat. Es ist praktisch, weil man mit Freunden kommunizieren kann, die nicht um die Ecke wohnen. Und es kostet ja kein Geld. Eine Kommunikationsplattform, mit denen Leute, die sich zum Teil kennen, aber zum Teil auch nicht, offen und in verschiedenster Art und Weise miteinander kommunizieren können. Mit mir im Studio ist heute der Fabi. Hi. Du hast dich ja mit Jugendlichen über soziale Netzwerke im Internet unterhalten. Ja, ich war unterwegs und habe einige Jugendliche befragt, wie wichtig soziale Netzwerke und insbesondere Facebook für sie im täglichen Leben sind. Und ich finde die Ergebnisse ganz schön erschreckend. Die eben gehörten Interviewpartner schienen doch begeistert von den Möglichkeiten, die ihnen die sozialen Netzwerke bieten. Erzähl doch mal denen, die sich mit den sozialen Netzwerken nicht so auskennen, durch welche Funktionen ruft Facebook dieses Interesse hervor? Man kann schauen, was die Freunde gerade machen, Nachrichten schreiben, Fotos austauschen und kommentieren und zig andere Unterhaltungsmöglichkeiten nutzen. Hört sich ziemlich zeitintensiv an. Wie lange verbringst du am Tag damit? Ich persönlich bin am Tag vielleicht eine halbe Stunde online. Dieselbe Frage habe ich aber auch meinen Interviewpartnern gestellt. Ja, schon so 2, 3 Stunden. 4 Stunden. 2 Stunden. 3. Unter der Woche so 2, 3 Stunden am Stück und am Wochenende. Ja, 4 manchmal. Sehr oft. 24 Stunden. Ja, mit dem Handy halt, ist die ganze Zeit drinnen. Das ist einfach Gewohnheit, denke ich, weil man hat Langeweile, weiß nicht, was man machen soll im Internet und dann geht man halt in Facebook und schaut rum, was da die Freunde machen und so. Anscheinend entsteht bei manchen da ein gewisser Zwang reinzuschauen. Aber das ist nicht der einzige negative Punkt. In den Medien haben soziale Netzwerke, gerade Facebook in letzter Zeit, aufgrund mangelnden Datenschutzes Schlagzeilen gemacht. Deshalb waren wir beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht und haben uns von Heike Dümmler aufklären lassen. Ja, das größte Risiko ist sicherlich, dass diese Informationen, die man dort einstellt, doch Personen lesen, die sie eigentlich nicht lesen sollten. Das ist nicht nur der Name und die Adresse oder auch das Alter, sondern das sind alle Daten, die irgendwas über eine Person aussagen. Also auch ein Kommentar über eine Person, ein Bild einer Person, eine Meinung über eine Person, all das zählt zu den personenbezogenen Daten. Außerdem sollte man sich im Klaren sein, dass Facebook alle Eingaben für immer speichert und diese nicht gelöscht werden können. Auf die Frage, wer sich für ihre Daten interessieren könnte und ob sie Angst vor Missbrauch personenbezogener Daten haben, reagierten die Jugendlichen relativ unbekümmert. Keine Ahnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand für meine Sachen interessiert. Stalker? Eigentlich nicht, weil es können nur meine Freunde lesen und so und alle anderen halt auch, aber ich denke mir da eigentlich nichts dabei, weil ich auch nichts Schlimmes poste oder so. Ist ja krass. Heike Dümmler mahnt zur Vorsicht. Es gibt da eine ganze Menge Personengruppen, die Daten interessieren. Das sind später vielleicht irgendwelche Arbeitgeber oder Vermieter oder auch potenzielle Versicherungen, aber auch die ganze Wirtschaft, die eben zielgerichtet Werbung betreiben will, interessiert sich für diese Daten. Was will denn mein Arbeitgeber mit meinen Daten? Der möchte natürlich möglichst viel über Ihre Person, wenn er sie einstellt, erfahren. Durchaus vielleicht auch aus dem privaten Bereich, weil er sich natürlich ein Gesamtbild machen möchte und kann dann vielleicht abgeschreckt sein durch irgendwelche privaten Bilder, die vielleicht einen etwas zügellosen Umgang mit Alkohol oder sonstigen Vergnügungen zeigen und sie dann nicht einstellen. Genau deshalb sollte man sich bewusst sein, dass das, was man hier veröffentlicht, im Zweifelsfall ein unbegrenzter Personenkreis einsehen kann. Und deswegen sollte man sich im Vorfeld sorgfältig überlegen, welche Informationen man im sozialen Netzwerk preisgibt und welche man lieber für sich behält. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Man hat nicht nur eine Verantwortung für sich selber, sondern Verantwortung für diejenigen Personen, über die man vielleicht in Kommentaren schreibt, die auf Bildern, die man selber veröffentlicht, mit drauf sind und so weiter. Es geht also auch darum, den Schutz der anderen an ihren Daten zu wahren, weil das ist quasi der Schutz ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts und den muss jeder beachten und muss insofern sich auch da an gewisse Regeln halten. Eine ganz primitive Lösung dieses Datenschutzaspekts wäre natürlich, ohne Facebook auszukommen.
Aber ist das für uns Jugendliche überhaupt noch vorstellbar? Im Urlaub, denke ich, wird schon mal gehen, aber eigentlich müsste man schon mal jeden Tag mal reinschauen. Also ich habe das schon oft gehabt, dass ich einfach gesagt habe, jetzt nimm mal Computer und das halte ich schon 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen aus. Ja, das kann ja jeder von sich behaupten. In diesem Zusammenhang kommen wir jetzt zu einer Weltpremiere im deutschen Radio. Fabi, du hast im Selbstversuch ausprobiert, ob man 14 Tage ohne soziale Netzwerke und Internet leben kann. Hören wir mal rein. Tag 3. Bis jetzt ist alles ganz normal. Ich verspüre keinen Drang, ins Internet gehen zu müssen. Tag 5. Was war das Wochenende los? Was haben die anderen alles gemacht? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es aber schon cool, immer zu wissen, was die anderen gerade machen. Tag 7. Ich bin jetzt eine Woche Internet trocken, also vom Internet surfen. Bin ich trocken? Hihi, lustiger Witz. Nein, es ist bis jetzt überhaupt nicht tragisch, dass man nicht geht. Nur langsam vermisst man schon fast diese ganzen Dienste, sag ich mal. Tag 12. Weiß nicht, ich will mich jetzt mitteilen. Ich habe diesen Mitteilungsdrang jetzt. Ich muss mich mitteilen. Ich will jetzt. Tag 14. Yeah, ich hab's geschafft. 14 Tage ohne Internet. Das soll mir erstmal einer nachmachen. Das ist wirklich eine Erfahrung. Kein Facebook, kein SchülerVZ, kein MySpace. Macht's mehr Spaß, macht's weniger Spaß? Ich würde sagen, es ist einfach anders. Bei uneingeschränkter Nutzung eines sozialen Netzwerkes entwickelt sich jedoch ein regelrechter Zwang, sich mitzuteilen und die neuesten Posts der Freunde zu lesen, wofür eine Menge Zeit drauf geht. Mein Fazit also: Soziale Netzwerke sind eine tolle Unterhaltungsmöglichkeit und eine im Trend liegende Art der Kommunikation. Aber man kann tatsächlich auch ohne auskommen. Ich würde jedem empfehlen, seine oder ihre Aktivitäten im sozialen Netzwerk bewusst einzuschränken und mehr auf herkömmliche Art sich auszutauschen. Übers Telefon oder am besten gleich rausgehen und sich mit den Freunden treffen.